als Auszeit genommen vom Berliner Trainer. Wir horchen mal rein, was er zu sagen hat. Wir müssen mehr Druck aus dem Rückkommen machen. Was mir nicht gefällt, ist das Rückzugsverhalten. Die sind sehr schnell über die Außen. Die Hallen müssen zurücklaufen, nicht die Außen. Die stehen weiter in der Ecke. Die Hallen müssen schneller zurücklaufen. Das ganze Mittelfeld muss mehr bearbeitet werden. Die neutrale Zone. Aber vorne gehen wir rein. Wir spielen nur vorne parallel. Wir müssen in die Abwehr richtig reingehen. Dann kommt doch der Fünfter zu wieder. Wenn wir parallel spielen, ist viel zu wenig. Und sucht mir nicht zu sehr den Kreis. Ich hätte Sparre und den Wackler. Janine, der den Linkshand ausnutzen. Den Wackler vorm Körper machen. Ansätze zur Hand gehen, reingehen. Und immer wieder Kopf hoch. Ja, da haben wir es gehört, der Berliner Trainer sehr unzufrieden mit der Offensivgestaltung seiner Mannschaft. Und hat sein Mädels nochmal eingeredet, dass sie positionell angreifen, in die Lücken stoßen sollen, vor dem Mann in 1-1 gehen, eine 1-1-Situation suchen, um eventuell dann die besser postierte Spielerin dementsprechend freizuspielen, um ihr das leichte Durchsteigen im Parallelschuh zu ermöglichen. Und hier schon der dritte Block heute, diesmal wieder von Kerstin Felkel. Und es geht wieder in die schnelle Vorwärtsbewegung. Und ganz, ganz stark. Super reingezogen, zwei Abwehrspielerinnen auf sich gezogen und den sauberen Pass zur einlaufenden Mandy Künzel, die den ganz, ganz sicher verwandelt zum 6:3. Wieder geblockt. Da scheinen die Schwerinerinnen sehr wach zu sein. Sind auch körperlich etwas größer gewachsen als die Berlinerinnen. Die werden dort, denke ich mal, auch über 60 Minuten ihre Probleme kriegen, wenn sie über den Block werfen wollen. Also müssen sich andere Sachen einfallen lassen. Das, was ihr Trainer sagte, in die Lücken stoßen, dann kommt man eventuell zum Torerfolg. So wie hier gerade schön gesehen. Das Angesagte vom Trainer umgesetzt und die Nummer 14 verkürzt zum 4:6. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Grün-Weiß war letzte Woche bei ProSport Berlin und hat dort mit einem ganz, ganz knappen 31:32 die Punkte aus Berlin mitgenommen. Und somit möchte man natürlich auch jetzt der zweiten Berliner Mannschaft nicht die Punkte einfach so hergeben. Da die Füchse Berlin letzte Woche beim TSC Berlin sich auch zwei Punkte ergattert haben auswärts. Also sind auswärts auch gefährlich. Massives Vorwarnzeichen fürs Zeitspiel. Und Jona Blenk, sehr schön genutzt. Kurze Wurfwinte, dann abgelegt zu Marie Kinscher nach außen und sie verwandelt zum 7:4. Entscheidung, 2 Minuten Strafe für Kerstin Felkel. Ist richtig entschieden, vollkommen richtig. Geht zu sehr auf den Körper. Damit also die Strafe gerechtfertigt. Und mal schauen, ob Susi Grimm vielleicht gleich bei ihrem ersten 7 Meter ihr Können unter Beweis stellen kann. Und da geht der Ball am Tor vorbei. Susi Grimm hat die Spielerin ein bisschen provoziert. So geht der Ball am Tor vorbei.
Sehr schön, in der Unterzahl. Tini Schröder natürlich, Entschuldigung, zum 8:4 für Schwerin. Stürmer faul. Somit Schwerin wieder im Ballbesitz. Wir können jetzt das erste Mal mit 5 Toren in Führung gehen. Das gelingt nicht. Wendy Künzel mit dem Hüpfwurf treu drin pariert. Was jetzt? Schrittfehler von der Berlinerin. Somit Freiwurf für Schwerin. Und 7 Meter Entscheidung Abwehr im Kreis. Ausgeholt von Wendy Künzel. Nun schauen wir mal, was Schwerin daraus macht. Letzte Woche 10 7 Meter gehabt, nur 2 verwandelt. Da wurde das Team nachgearbeitet. Hoffen wir mal, dass es heute besser wird. Jawohl, Wendy Künzel am Punkt und verwandelt ganz, ganz sicher. Und somit erste 5 Tore Führung, 9:4 für Schwerin. Na, unnötiger Ballverlust von Julia Kluth, wo Schwerin zuvor Glück hatte. Aber auch dort ein technischer Fehler. Also alles halb so schlimm. Neu sammeln und über den Positionsangriff wieder zum Torerfolg kommen. Kurze Ermahnung vom Schiedsrichter, dass sie das Stoßen sein lassen sollen. Sonst geht es natürlich mit gelber Karte oder 2 Minuten vom Feld. Und erneut technischer Fehler von Julia Kluth. Ich hoffe mal, ihr klebt das Pech heute nicht an den Händen. Berlin tut sich sehr, sehr schwer mit der sehr aggressiven 6-0-Deckung von Schwerin. Und dann wirklich sehr, sehr große Probleme. Natürlich auch ein gutes Zeichen von der Schweriner Seite aus, dass man sich in der Abwehr gefestigt arbeiten kann. Und dementsprechend auch so zum Torerfolg kommen kann. So wie hier jetzt gerade gesehen von Marie Kinscher, die ihr drittes Tor wirft. Zum jetzt 10:4. Das war mittlerweile der 4. oder 5. Block. Na,
Da hätte Anna Pirsche vielleicht einen Moment länger warten müssen oder den kürzeren Pass, aber mit viel Glück erobert man sich den Ball zurück, so wie hier Kerstin Felkel, und sie macht das 11:4. Das habe ich aber ganz anders gesehen. Der Block sicherlich wieder vorhanden, aber auch die Torhüterin Anna Peschel ist am Ball. Aber die Schiedsrichter sehr sicher, haben beide in die gleiche Richtung gezeigt. Dementsprechend natürlich Ballbesitz für Berlin. Aber durch den technischen Fehler kommt es jetzt wieder zum Tempo-Gegenstoß, der von den Schiedsrichtern unterbrochen wird, weil Tini Schröder mit dem Fuß im Ausstand. Und wieder geht die schnelle Welle ab. Super gemacht. Zwei Pässe, dann der Torerfolg. Eben erfolgreich Tini Schröder zum 12:4. Das scheint das probate Mittel gegen Berlin zu sein, dass man über eine sichere Abwehr in die erste und zweite Welle kommt und dementsprechend Tor für Tor sich davon absetzen kann. Und der nächste Block. Und noch ein Passfehler dazu, das heißt Ballbesitz für Schwerin. Jetzt lassen uns die Mädels etwas ruhiger angehen. Kommt eine Kombination, Spielzug. Wird von Kerstin Feckel angesagt. Und jeder weiß sofort, was passiert. Jeder weiß, wo er hinlaufen soll. Eine gelbe Karte für die Nummer 17 von Berlin. Auch hier technischer Fehler, Fuß im Aus von Marie Kintscher. Dementsprechend Abwurf für die Torhüterin von Berlin. Und erneut ein technischer Fehler. Und der Nummer 7. Und Schwerin wieder in der ersten Bewegung. Zwei Minuten Zeitstrafe für die Nummer 15. Die eben gerade Marie Kintscher im Konter bei der Wurfentfaltung gestört hat. Und es tritt wieder an, Wendy Künzel.